herzliches Willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei der U23 von Borussia Dortmund. Da ich keine besonderen organisatorischen Neuigkeiten für euch habe, können wir direkt einsteigen mit der Personalsituation, wie immer. Ja, erzähl mal, wer für Sonntag ausfällt oder fragwürdig ist. Ja, diesmal haben wir es, wie ich schon gesagt habe, wenn die Monate kälter werden, dann hast du so Infekt und alles mit dabei. Also wir haben es momentan, ist es bei Jan Neuwirth so, der hat eine Mittelohrentzündung. Der wird nicht spielen können. Bei Kevin Grund müssen wir schauen, mit dem Hüftbeuger, ob wir das hinbekommen bis zum Sonntag. Bei Erolin Krasniqi, der hat sich gestern im Spiel verletzt und hatten wir zur Halbzeit raus. Wir müssen auch am Hüftbeuger. Und bei Jan-Lukas Dorum müssen wir heute sehen, der soll eigentlich heute ins Training einsteigen. Das sieht es aber grundsätzlich gut aus, da muss man ja trotzdem mal die Trainingszeit jetzt abwarten. Jan-Lukas Doro war auch angeschlagen, oder? Ja. Ja, jetzt seid ihr dran. Wer hat eine Frage? Ja, Herr Titze, glauben Sie denn überhaupt, dass das Spiel stattfindet? Auf dem Weg hierhin ist mir das so in den Sinn gekommen, das könnte eine richtige Schlammschlacht werden. 5 Grad, regnet, morgen soll es glaube ich auch nochmal regnen, windig, richtig eklig. Wünscht man sich da vielleicht sogar manchmal eine Spielabsage? Nein, wünscht man sich definitiv nicht. Kann ich klar und deutlich beantworten. Ich bin ein klarer Verfechter davon, dass die Spieltage komplett stattfinden. Ich habe das schon mal hier angedeutet. Finden sie nicht statt, finde ich das eine Wettbewerbsverzerrung, weil man einfach wissen muss, für die Mannschaften, die es im Abstiegskampf geht, da hat eine Mannschaft 3 Spiele mehr und hat die Spiele gewonnen. Und die anderen, da weiß man einfach, das ist ein Stück weit ein irreguläres Spiel, weil du stehst dann so unter Druck und deswegen wollen wir unsere Spiele veranstalten, auch wenn die Plätze vielleicht mal dann bezüglich ein bisschen schlechter sind. Das kommt leider zu der Jahreszeit vor und so jetzt was ich jetzt gehört habe, steht das Spiel auch nicht auf der Kippe, sondern soll das stattfinden und wir freuen uns auch drauf. Und eigentlich ganz egal, wie die Platzverhältnisse sind, ich glaube, in diesem Duell trifft es beide Gegner gleich, weil beide über das Spielerische kommen. Ne? Man trifft nicht auf diese sogenannte Kämpfermannschaft, die wirklich nur ackert und die Ärmel hochkrempelt und lange Bälle spielt, sondern Dortmund präferiert ja in ähnlichen Stil wie Rot-Weiß Essen, deshalb gibt es da keine Unterschiede oder Vorteile, Nachteile. Ich weiß, was ich sage, aber jetzt eine Mannschaft wie wir, die fast in jedem Spiel mehr wie 60% Ballbesitz hat, die trifft das schon ein Stück weit vielleicht etwas stärker, weil wir ja auch über dieses Geduldsspiel kommen, wo wir wissen, du musst den Gegner hier laufen lassen. Das verändert das Spiel, aber auch das haben wir jetzt die letzten Wochen gezeigt, da stellen wir uns drauf ein, da stellen wir uns um und dann fassen wir unsere Spielart an. Und klar, über Borussia Dortmund, glaube ich, brauchen wir nicht sprechen. Ich hatte gestern schon von Ihrem Kollegen die Frage gestellt bekommen. Da lasse ich die Tabelle komplett außen vor, weil das ist für mich mit die Mannschaft mit dem stärksten Kader in der Liga. Die sind so außergewöhnlich gut besetzt und haben so eine hohe Qualität. Und vielleicht ist das manchmal, oder was das vielleicht, das zeigen ja auch, bei jungen Mannschaften kann das mal sein, dass sie entweder eine ganz außergewöhnliche Top-Saison spielen oder dass die sich auch mal schwerer tun. Aber die Mannschaft, die darf wirklich niemand unterschätzen. Jetzt auch gestern beim Verbandspokalspiel nicht dabei war und jetzt auch nicht aufgeführt wurde, jetzt bei den Ausfällen, ist Benjamin Wahlquist. Wie ist der Stand bei ihm? Wurde ja dann mehr oder weniger ein A-Jugendlicher gestern auch vorgezogen. Und bei ihm ist der Stand, dass der ganz normal jetzt mittrainiert und nicht mehr und nicht weniger. Und Benny hat vernünftige Trainingsleistungen, die er momentan bringt. Wie hat Ihnen ansonsten Michael West gefallen? Grundsätzlich gut. Michael haben wir gestern auch spielen lassen, weil wir auch da einfach Eindrücke benötigen aus den Spielen. Und jetzt war er der Spieler, der die letzten Wochen fast immer nur bei der A-Jugend gespielt hat und wir halt auch versuchen wollen, so Spiele zu nutzen, um ein bisschen mehr Klarheit bei dem einen oder anderen zu bekommen. Ansonsten für Cedric Harenbrock war es ja jetzt das erste Spiel seit langem, auch über die volle Distanz. Wie hat er die Belastung verkraftet? Gut, aber da waren wir uns auch ziemlich sicher. Wir hatten ja mit ihm zuerst, bevor wir den überhaupt das erste Mal bei der U19 mitspielen lassen haben, als wir gegen eine Seniorenmannschaft gespielt haben, haben wir ihn auf dem Kunstrasen auch getestet. Und da überwiegt einfach nur die Freude für den jungen Mann, dass der nach 2 Kreuzbandrissen
wirklich so stabil ist, und ich rede jetzt nicht nur körperlich stabil, er ist wirklich körperlich schon jetzt noch nicht in dem Zustand, wie du es bist, wenn du über einen längeren Zeitraum trainiert und gespielt hast, aber wirklich in einem guten, stabilen Zustand, aber vor allen Dingen auch psychisch im guten Zustand ist. Man hat gesehen, der hat die Laufwege gemacht, der hat abgehakt, der hat die Zweikämpfe angenommen, und da überwiegt bei mir als Trainer einfach die Vorfreude. Ist ja kein Geheimnis, dass ich so junge Entwicklungsspiele auch sehr gerne mag, und der zeigt einfach viele interessante Dinge, wo wir uns einfach nur darauf freuen. Wir finden es spannend, dass wir den Jungen jetzt bei uns im Kader so weit haben, dass er immer besser in die Mannschaft mit reinfindet. Dann gleich eine Frage zu Philipp Zeiger. Der hat ja gestern auch sozusagen nach mehreren Monaten das erste Pflichtspiel wieder absolviert. Wie waren Sie mit ihm zufrieden? Ja, auch da bin ich sehr froh, dass Philipp über 90 Minuten stabil spielen konnte, keine Probleme hatte, körperlich fit ist. Und ich weiß es immer, wie das ist, auch trifft er bei beiden Spielen, so auch bei ihm. Das erste Spiel nach so langer Zeit, da hast du eine gewisse Anspannung, da bist du noch nicht in Abläufen drin. Und ich finde, für die erste Partie nach so langer Zeit hat er das gut gemacht. Gibt es ansonsten noch irgendwelche grundlegenden Erkenntnisse aus diesem Spiel? Oder 9:1 ist ja deutlich, abgehakt, haben wir gut gemacht. Ich glaube, Sie haben schon gemerkt, wir nehmen ja jedes Spiel extrem ernst, und wir möchten auch in solchen Spielen wirklich versuchen, wir haben dann gestern auch hin und her geswitcht in der taktischen Formation, zum Beispiel mit 2 Angreifern, mit 3, da haben wir mal 4 auf die letzte Linie gestellt, also auch wirklich in der Partie versucht, variabel zu spielen, und ich finde, die Spiele insgesamt sind ganz, ganz wichtig. Du musst immer erstmal 9 Tore erzielen, und wir haben auch noch eine Vielzahl an Torchancen herausgespielt. Und jedes Spiel, was wir gewinnen, jedem Spiel, wo gerade Offensivspieler Tore erzielen, fördert das Selbstvertrauen und stärkt. Also für uns war das gut und wichtig, vor allen Dingen auch in der Tatsache, wir haben ja eine große Kaderbreite, und dann haben wir natürlich auch gestern das nutzen können für Spieler, die momentan ein bisschen weniger zum Einsatz gekommen sind, dass sie auch wieder Spielpraxis bekommen, und das dann auch trotzdem, man darf es ja auch, wenn wir das Spiel jetzt klar gewonnen haben, es war zunächst mal ein Pokalspiel und es hat einen Wettkampfcharakter, und zwar auch mal ganz schnell erstmal 0:1 gestanden, und das fand ich bemerkenswert, wie ruhig wir geblieben sind. Die Mannschaft hat weitergespielt, als ob nichts passiert wäre, und hat dann binnen weniger Minuten das Spiel auch gedreht. Vielleicht mal eine grundlegende Sache. Ist ja jetzt am Sonntag das erste Rückrundenspiel. Kann man pauschal sagen, was ist in der Hinrunde gut gelaufen? Wie hat sich die Mannschaft entwickelt? Wie zufrieden sind Sie mit der Hinrunde? Ist das eingetreten, was Sie sich vorgestellt haben? 4 Fragen, aber vielleicht mal so eine grundlegende Analyse. Wir haben jetzt noch 2 Spiele. Ich würde es eigentlich erst zum Abschluss dieser beiden Spiele, weil es sind 2 wichtige Spiele für uns, wo ja, wenn wir die beiden Spiele gewinnen, wir noch das Jahr sehr, sehr gut abschließen können. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, als wir die Mannschaft hier begonnen haben, und es war ja eine Mannschaft, die verschiedenartig aufgebaut war, es waren ja auch schon ein Teil der Spieler da, dann haben ein Teil der Spieler Vorgängerpflicht, dann kamen wir mit rein, dann haben wir noch einen Teil der Spieler mit dazu geholt, und wenn du dann eine Mannschaft hast, die so zusammengestellt ist, dann benötigt es ja Zeit, dass die Mannschaft zusammenfindet, und wir haben immer gesagt, wenn wir nach der Vorrunde oben dabei sein sollten und in Tuchfühlung wären wir sehr zufrieden, weil wir wussten, dass das seine Zeit benötigt, was ja auch dann mal so ein Zwischenspiel gezeigt haben, und wenn wir jetzt sehen, wir haben 2,2 Punkte im Schnitt geholt, also ich glaube, das hätten wir alle vorher unterschrieben, wenn man in die Saison gegangen ist. Normalerweise reicht das auch aus, um sogar ganz oben zu stehen. Aber da sieht man, wie, was ich auch vor der Saison gesagt habe, wie ausgeglichen die Liga im oberen Bereich ist. Und es sind 2 Mannschaften, die einen ähnlichen Schnitt haben. Und es sind 2-3 Mannschaften hinten dran, die auch gut gepunktet haben. Deswegen, wir sind grundsätzlich mit dem Saisonverlauf zufrieden. Vor allen Dingen, wie die Mannschaft sich fußballerisch entwickelt, wie sie immer mehr Dominanz in den Spielen aufbaut und da stabiler wird. Die Variabilität, dass wir nicht nur Ballbesitz, sondern auch Umschaltspiel machen können, dass wir auch dieses kämpferische Element mit annehmen. Und wenn Sie mich fragen, was mich stört, aber das glaube ich, das geht jedem Trainer so, Gegentore. Da hätte ich gerne ein paar weniger gefressen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und das geht aber nicht nur mir so, das geht allen so. Aber da haben wir auch jetzt intensiv dran gearbeitet, gerade an der Form der Restverteidigung. Und muss auch sagen, die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir da wirklich stabil geworden sind, dass wir da auch deutlich wenig zulassen. Stichpunkt Gegentore oder Torverhältnis. Sie
Sie haben die ersten drei angesprochen oder ersten vier mit Oberhausen. Die ersten zwei haben ja ein Wahnsinnstorverhältnis, 40-11, glaube ich. Ein bisschen neidisch. Nein. Ist ja, sagt man ja auch, ist vielleicht ein Punkt, ein imaginärer Punkt, ne? Wenn man so ein 10 Tore plus hat oder so. Ja, wir haben halt die ersten zwei Spiele, haben wir noch viele Spiele gehabt, die vom Ausgang eng ausgegangen sind. Wenn man sich die Spiele angesehen hat, waren es auch teilweise enge Spiele, aber es waren halt auch viele Spiele dabei, die wir richtig hoch gewinnen gekonnt hätten, wenn wir unsere Torschance genutzt hätten. Und das war ein Bereich, wo wir halt auch intensiv mit der Mannschaft dran arbeiten, aber auch da, finde ich, haben wir uns die letzten Wochen deutlich verbessert, was auch der Torschnitt anbetrifft. Und wir haben jetzt ja schon noch eine komplette Rückrunde zur Verfügung, wo wir in dem Bereich uns vielleicht dann verbessern können. Ja, jetzt gucken wir schon fast zu sehr in die Zukunft, aber glauben Sie, dass man am Ende auch knapp 80 Punkte haben muss, um ganz oben zu stehen? Oder wird die Rückrunde für alle Spitzenteams auch viel schwieriger als... Sie merken, wie ich schmunzel, wie wir eigentlich hier in eine Situation reingedrängt worden sind und reingestellt worden sind, mit der wir gar nie rausgegangen sind, ja? Raus sind wir mal, wir wollen eine Mannschaft aufbauen über ein Jahr und im zweiten Jahr dann hochkommen. Jetzt sitzen wir seit Wochen hier und sind übrigens gar nicht Tabellenführer, sondern sind zwar andere Mannschaften, aber Gefühl geht um dich. Ich merke es ja auch, wir kriegen immer die Favoritenrolle hin, weil wir halt jetzt dann auch bis auf die drei Spiele, wo wir mal verloren haben, muss man sagen, spielen wir eine sehr stabile Saison. Das zeigt die Mannschaft schon und ich glaube insgesamt, da gebe ich Ihnen recht, die Mannschaft, die am Ende der Saison oben auf 1 steht, die wird auf alle Fälle enorm viele Punkte gesammelt haben. Aber das war mir auch schon in der Vorsaisonbeginn bewusst. Also da war ich der Meinung, dass es 2-3 Mannschaften geben wird, die ziemlich viel punkten werden. Und trotzdem, wie Sie es Woche für Woche sehen, jetzt werden die Platzbelege werden schlechter, viele Mannschaften, viele Spiele in den Knochen, die Spiele werden kampfbetonter, sie werden enger und so gefühlt kann in der Liga jeder jeden schlagen. Nochmal zurück zu Dortmund. Ich habe unter der Woche, zu Beginn der Woche, mit Ingo Preuß gesprochen, dem Manager der U23, kennen Sie auch gut. Er hat mir gesagt, hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass die einmal 17 Punkte zurück waren auf die Sportfreunde Lotte und die aufgeholt haben. Glauben Sie, trauen Sie dieser Dortmunder Mannschaft noch so einen Lauf zu, dass die in der Rückrunde fast alles gewinnen und nochmal oben anklopfen? Also die dürfen wirklich nach unserem Spiel am Sonntag dürfen die alles gewinnen und wenn die am Saisonende 2 Punkte hinter uns sind oder einen, dann gönne ich ihnen das und bin froh, weil das bedeutet ja auch, dass sie ihre jungen Spieler gut entwickelt haben. Also ich kann so U23-Mannschaften, denen traue ich immer sehr viel zu. Das ist gar nicht selten. Sie haben, wenn sie eine Mannschaft haben, die vielleicht dann auch einen starken Schnitt hinter sich hat, das heißt, viele junge Spieler sind dazugekommen, bei Borussia Dortmund kamen auch viele jüngere Spieler aus der U19 mit hoch, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass die eine gewisse Zeit benötigen, um sich an den Erwachsenenfußball, an den Herrenfußball zu gewöhnen, weil das dann halt eine andere Körperlichkeit hat, weil viele Dinge nicht mehr ganz so fußballerisch gelöst werden, sondern du hast diese Kampfspiele und die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Spieler so meistens oftmals ein halbes Jahr benötigen und danach haben sich an die Spielart gewöhnt und deswegen ist Borussia Dortmund durchaus zuzutrauen, dass die eine Serie hinlegen und ganz, ganz viele Spiele gewinnen, zumal, wie ich es vorhin schon gesagt habe, schauen Sie sich mal die Offensivreihe an mit Tickes, mit Führich, mit Boyamba. Dann haben die Raschel, dann, wenn man die Innenverteidigung sieht, was teilweise dann von oben auch ein bisschen mit dazukommt, ja. Dann haben sie Finzen auf der linken Außenverteidigungsposition und viele andere Spieler. Also das ist eine hervorragend besetzte Mannschaft. Und ich bin da auch davon überzeugt, wenn man auf die Tabelle schaut, also die werden in meinen Augen gar nichts mit unten zu tun haben. Und die werden auch wieder ihre Spiele gewinnen und dann bekommen die einen Lauf und dann steigt das Selbstbewusstsein. Das soll aber erst nach unserem Spiel beginnen. Vielleicht nochmal so ein kleiner Appell an die Fans. Das letzte Auswärtsspiel des Jahres, klar, Schmuddelwetter, aber die Unterstützung braucht die Mannschaft nochmal. Ne? Nochmal zweimal Gas geben. Ja klar, aber ich glaube, wenn wir uns wohl hier nicht beschweren dürfen, dann ist es bei unseren Fans, weil die uns ja auch gestern im Pokal, war ja auch mal was Interessantes, sie auf einem anderen Block zu sehen und der war gut gefüllt gewesen, ja, und die haben auch über die komplette Spielzeit die Mannschaft unterstützt. Also wenn wir eins hier haben, dann muss ich wirklich sagen, außergewöhnliche Fans. Das ist fantastisch, wie sie die Mannschaft unterstützen, in welcher Vielzahl sie mitkommen. Und ich will hier natürlich nichts verpflichten, aber wir freuen uns natürlich. Wir glauben auch daran, dass uns viele, viele unserer Fans und Zuschauer am Sonntagsspiel begleiten. Und das haben ja auch die Spiele gezeigt. Wir haben ja auch manche Spiele gehabt, die wir erst spät umgedreht haben.
Und die haben wir unter anderem deswegen gedreht, weil unsere Fans wie eine Wand hinter der Mannschaft gestanden haben, so nach vorne gepeitscht. Hast du da eine Zahl, Tillmann? 1500, 2000? Oder? Genau, also ähnliche Kulisse wie eigentlich in Banner-Eickel gegen Schalke 2. Wenn die Dortmunder da wahrscheinlich auch noch ein paar mitbringen, dann kriegen wir ein schönes Spiel, was auch so von der, ist ja für die Spieler auch immer angenehm, wenn eine Atmosphäre im Stadion drin ist. Ja. Weil wir können uns ja erinnern an das erste Saisonspiel mit fast 15.000 Zuschauern, wo auch aus Dortmund wirklich viele Zuschauer dabei waren. Das war schon toll gewesen. Gibt es sonst noch Fragen? Scheint keine mehr zu geben. Dann danke ich euch fürs Kommen und bis Sonntag in Dortmund.